Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Reading zum rückläufigen Merkur für den Februar. Ja, es ist mal wieder soweit. Merkur schlägt den Rückwärtsgang ein für 3 Wochen, nämlich bis zum 21. Februar. Und ich möchte euch gerne, bevor ich mit den einzelnen Legungen anfange, die allgemeinen Energien so ein bisschen erklären, die dieser rückläufige Merkur mit sich bringt. Für all diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind, hi, schön, dass ihr da seid. Diese Karten, die hier liegen, die habe ich rausgesucht, um euch eben die allgemeinen Energien zu diesem Transit ein bisschen besser zu erklären. Wen das aber nicht interessiert, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann direkt mit der Legung für das einzelne Element losgeht. Ja, meine Lieben, ich fange mal ganz kurz vorneweg an mit den allgemeinen Dingen, die man immer beachten sollte, wenn Merkur rückläufig wird. Zum einen sollte man sich irgendwie auf Verspätungen oder auf irgendwelche Verzögerungen einstellen. Das ist ganz normal, wenn Merkur rückläufig ist. Gleiches gilt auch für technische Probleme, vor allem, weil Merkur im Zeichen des Wassermann rückläufig wird und Wassermann ist ein Zeichen, das für Technologie steht. Also wenn irgendwie mal euer Handy sich aufhängt oder irgendwas nicht funktioniert, eine E-Mail sich nicht versenden lässt oder so, kann das alles auf diesen auf den rückläufigen Merkur zurückgeführt werden. Das, was ich letzte Woche hatte mit den Videos ohne Tonspur, das ist so ganz typische rückläufiger Merkur-Energie. Des Weiteren sollte man ein bisschen im Straßenverkehr aufpassen. Da kann es einfach mal, ne, zu kleinen Auffahrunfällen kommen oder so. Ja, irgendwie so ein bisschen leichtsinnige Dinge, tollpatschige Dinge, die einem da passieren könnten. Und im Zeichen des Wassermanns kann es tatsächlich in den nächsten 3 Wochen auf jeden Fall zu Missverständnissen kommen. Denn Wassermann ist ein Luftzeichen. Das heißt, wenn du irgendwie eine Unterhaltung führst und dir nicht sicher bist, ob du das richtig verstanden hast oder so, dann frag lieber einmal mehr nach, weil eben die Energie gegeben ist, dass wir so ein bisschen misskommunizieren, beziehungsweise dass wir vielleicht auch was in den falschen Hals kriegen. Das heißt, wenn du in irgendeiner Unterhaltung nicht weißt, ob du das richtig verstanden hast, der Hinweis, frag einfach nochmal nach, weil Missverständnisse in den nächsten 3 Wochen definitiv anfallen könnten oder, ne, passieren könnten. So, das ist so ganz der ganze herausfordernde Aspekt, meine Lieben. Aber dieser rückläufige Merkur im Zeichen des Wassermanns bringt wundervolle Energien mit. Ich habe hier oben mal alle Karten hingelegt, welche Planeten sich gerade im Zeichen des Wassermanns befinden. Und zwar ist das zum einen Saturn, Jupiter, Merkur, die Sonne und Venus gesellt sich in den nächsten Tagen auch ins Zeichen des Wassermanns. Und dann haben wir Mitte Februar auch noch einen Neumond im Zeichen des Wassermanns. Der Stern ist die Karte von Wassermann. Und also ich glaube wirklich, dass die nächsten 3 Wochen einem sehr viel Fortschritte bringen können, wenn man sich wirklich darauf einlässt, auf diese Energien. Generell, wenn Merkur rückläufig wird, geht es immer, wie ich gerade schon sagte, ist das immer so ein bisschen Rückspiegelenergie. Und ich habe das jetzt mal hier im Englischen aufgeschrieben, weil ich es einfach besser finde oder weil es leichter zu erklären ist als im Deutschen. Leider passen die deutschen Wörter da überhaupt nicht dazu. Aber dieses Re, also dieses Zurückschauen, Review, kann sein, dass du dir nochmal was anschauen musst, dass irgendein Thema kommt, was einfach nochmal beleuchtet werden müssen. Reflect, dass du nochmal in dich gehen musst, dass du dich nochmal mit einem bestimmten Thema befassen musst. Reconnect and reunite. Vor allem Wassermann, was nämlich auch ein Attribut von sozialen Netzwerken und von Freundschaften und generell von, ja, von den Menschen, die dich umgeben, ein Attribut ist. Kann sein, dass sich irgendjemand bei dir meldet, von dem du ewig nichts mehr gehört hast, dass dir jemand begegnet, den du schon gar nicht mehr auf dem Schirm hast, dass irgendwelche Menschen aus der Vergangenheit wirklich zurückkommen. Research, dass du wirklich nochmal in dich gehen kannst und dir so ein paar Fragen stellen kannst und auch rethink, dass du vielleicht dass du mit irgendeiner alten Situation nochmal konfrontiert wirst, die einfach nochmal durchgedacht werden will, weil diese ganze Wassermann-Energie möchte wirklich in all das, was in den
Wochen, in den nächsten 3 Wochen aufs Tablett kommt, geheilt wird. So, wir haben Saturn im Zeichen des Wassermanns. Saturn ist unser Karma-Planet. Saturn spiegelt unsere Lernaufgaben. Wir haben Jupiter, der Planet für die glücklichen Fügungen, der Planet, der uns vorantreibt, der uns neue Möglichkeiten bietet. Merkur, unser Kommunikationsplanet, wie wir uns ausdrücken, was wir von uns preisgeben. Die Sonne, die einfach das Leben an sich und die Venus, alles, was mit Liebe und Schönheit und Partnerschaften zu tun hat. So, was für Themen könnten hier in der nächsten Zeit aufs Tablett kommen? Beziehungsweise, was für Themen möchten sich wirklich mit dem Stern beleuchtet werden, damit man sie hinter sich lassen kann? Zum einen, wie immer, oder ne, das ist ja auch etwas, Karma haben wir unser ganzes Leben lang, Lernaufgaben haben wir unser ganzes Leben lang. Aber vielleicht gibt es so ein bisschen, vor allem ne, was so diese sozialen Netzwerke angeht, was so dein Umfeld angeht, vielleicht gibt es hier wirklich ein paar Erkenntnisse, was für Leute aussortiert gehören, beziehungsweise was für Leute dir nicht mehr gut tun. Welche Leute halten dich klein? Müssen nicht unbedingt andere Menschen sein, können auch so Glaubenssätze, so Anforderungen von anderen sein, die einfach für dich nicht mehr stimmig sind, wo du hier aufgerufen bist, wirklich authentisch zu sein und das zu sein oder das zu präsentieren, das zu tun, was du für richtig hältst und dich aus, ja, aus den Dingen eben zu befreien, die für dich nicht mehr stimmig sind. Mit Jupiter im Zeichen des Wassermanns kann es wirklich sein, dass du Gelegenheiten bekommst vom Universum oder durch andere Menschen, weil wie gesagt, diese anderen Menschen spielen in den nächsten 3 Wochen definitiv eine große Rolle wegen Wassermann. Kann sein, dass du irgendwelche wundervollen Gelegenheiten bekommst, dass irgendjemand dich unterstützt, dass jemand dir dabei helfen will, auf deinem Weg vorwärts zu kommen. Jupiter-Energie ist definitiv immer so eine glückliche Fügung, etwas, was dich vorantreiben will. Mit Merkur ist, und das ist ja, ne, Merkur in Wassermann rückläufig ist ja quasi die Hauptenergie zu diesem Reading. Wie drückst du dich aus? Wie präsentierst du dich? Was zeigst du der Welt von dir? Wo limitierst du dich vielleicht selbst auch ein bisschen in deiner Art, dich auszudrücken, weil du Angst hast, verletzt zu werden, weil du Angst hast, nicht angenommen zu werden? All das sind so Themen, die dieser rückläufige Merkur definitiv nochmal beleuchten will, wie du dich der Welt zeigst. Ähnliches Attribut mit der Sonne in Wassermann. Mit welcher Energie gehst du raus in die Welt? Bist du positiv eingestellt? Glaubst du an dein Vorwärtskommen? Glaubst du daran, dass, ne, dass du deinen Weg beschreitest? Oder gibt es da, wie gesagt, hier mit dem Teufel noch irgendwelche Limitierungen? Gibt es da irgendwas, wo du so ein bisschen ausbrechen musst? Und mit der Herrscherin. Zum einen können das definitiv auch nochmal Familienthemen sein. Kindheitsthemen, Prägungsthemen, aber da Venus auch der Planet der Schönheit ist und das für mich tatsächlich auch gerade so ein bisschen ein persönlich aktuelles Thema ist, so ein bisschen das, wie, Bambi, Bambi, Ruhe, Entschuldigung, meine Lieben. Wie siehst du dich selbst? Strugglest du mit dir? Strugglest du mit deiner Optik? Hast du das Gefühl, nicht schön genug zu sein? Auch das sind so Themen, die definitiv in den nächsten 3 Wochen nochmal aufs Tablett kommen könnten, damit du sie dir anschaust, damit du sie wirklich heilen kannst, und somit eben so ein bisschen mehr bei dir selbst ankommst. Also grundsätzlich, meine Lieben, in den nächsten 3 Wochen haben wir also so krasse Unterstützung vom Universum, uns persönlich wieder weiterzuentwickeln. Ein paar alte Themen, je nachdem, was da bei dir aufs Tablett kommt, wirklich zu heilen und da unser authentisches Selbst zu sein, rausgehen oder zu lernen, wirklich zu lernen, rauszugehen in diese Welt und unser eigenes Licht zu scheinen. Mit dem Magier die Dinge voranzutreiben, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir auf unserem Weg weiterkommen. Und ich glaube, dass der Februar für sehr viele ein intensiver Monat werden kann, könnte. Aber definitiv will hier ganz, ganz arg viel Heilungsenergie
in unsere zwischenmenschliche Beziehungen, in unser Umfeld, aber auch natürlich in das Bild, das wir von uns selbst haben, das, was wir von uns selbst preisgeben, inwiefern wir uns trauen, uns angreifbar und verletzlich zu zeigen, inwiefern wir einfach gelernt haben aus den vergangenen Erfahrungen, dass wir unser authentisches Selbst sein sollen, meine Lieben. Und ich bin sehr gespannt, wirklich, ich bin sehr gespannt auf diese Energie. Ich freue mich auch ein bisschen, weil ich glaube, viele von uns haben noch so ein bisschen, ja, alte Päckchen, die wir da mit uns rumtragen. Und wenn wir uns da wirklich reinhängen und wenn wir uns mit dieser Energie verbinden und wenn wir uns wirklich auch mit dieser Energie auseinandersetzen, dann bietet uns diese Energie wirklich die Möglichkeit, einen großen Haken an bestimmte Themen, an bestimmte Menschen, whatever, zu setzen. Gut, meine Lieben, so viel zur allgemeinen Energie und jetzt geht's weiter mit den einzelnen Elementen. Bis gleich. Hallo, meine lieben Feuerzeichen und herzlich willkommen zu eurem Reading zum rückläufigen Merkur. Ja, wir schauen mal, welche Botschaft hier rauskommen will. Ich möchte als erstes eine Karte aus meinem Elki-Orakel für euch ziehen und dann noch eine Karte aus meinem Psychic Tarot of the Heart. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Aber wie immer, meine Lieben, ne? Spür in dich hinein, ob du dich in dieser Botschaft wiederfindest. Und wenn du das Gefühl hast, diese Legung passt gar nicht auf dich oder du findest dich in dieser Situation nicht wieder, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist es die Botschaft für jemand anderen da draußen. Vielleicht wirst du in einem der anderen Elemente Readings fündig, aber mach dir nie eine Legung passend oder versuch sie auf deine Situation auszulegen, wenn es einfach nicht passt. So, dann schauen wir mal. Ich möchte mich an der Stelle schon mal entschuldigen. Rückläufiger Merkur schlägt mir immer extrem auf mein Sprachzentrum. Also für jeden Versprecher, sorry. Gut, liebes Universum, eine Botschaft für meine Feuerzeichen. Liebes Universum, eine Botschaft für meine Feuerzeichen zum rückläufigen Merkur. She who waits, patience waiting. Okay, sie, die wartet. Hier geht es irgendwie um Geduld und um das Warten. Vielleicht bist du gerade in einer Warteposition. Vielleicht, ich kann auch nicht so viel sagen. Hier ist eine Frau drauf. Sie hat so einen kleinen Schmetterling hier in ihrer Hand und ich habe das Gefühl, dass der Schmetterling könnte irgendwie eine Antwort oder eine Erkenntnis repräsentieren. Vielleicht ist das auch der Hinweis, dass du noch ein bisschen warten musst, beziehungsweise dass du noch ein bisschen geduldig sein musst. Aber wir schauen gleich mal weiter, auf was du denn wartest oder was hier gemeint ist. Aber ich nehme es eher so wahr, ich habe nicht das Gefühl, dass du noch warten musst, sondern ich habe das Gefühl, dass du schon sehr nochmal, dass du schon sehr geduldig warst. Wir schauen mal. Liebes Universum, ich hätte gern eine Botschaft hier für meine Feuerzeichen. Eine Überschrift für meine Feuerzeichen. Welche Energie möchte dieser rückläufige Merkur für meine Feuerzeichen beleuchten? Manifest. Okay, ich glaube, meine lieben Feuerzeichen, das ist der Magier. Entweder wartest du, dass sich die Dinge in deinem Leben zeigen, die du manifestierst, oder du wartest in irgendeiner Art und Weise auf einen Neuanfang, auf neue Voraussetzungen, dass irgendwas beginnen kann. Aber ich glaube eher, du wartest darauf, dass sich die Dinge zeigen, die du manifestierst. Interessant. Interessant, interessant. Wir schauen direkt weiter, was die Tarotkarten sagen, ob du hier noch länger warten musst oder was der rückläufige Merkur für dich ja, so mitbringt. Der Magier ist im Übrigen, meine Lieben, die Karte für Merkur, denn möglicherweise bringt dir auch der rückläufige Merkur genau das, was du manifestiert hast. Liebes Universum, eine Botschaft hier für meine Feuerzeichen. Die vier Stäbe, die habe ich gerade schon gesehen in diesem Psychic Tarot of the Heart.
der Mond. Die hohe Priesterin. Okay, also ich habe wirklich das Gefühl, meine Lieben, ihr seid in einer Warteposition. Ich habe das Gefühl, ne, hier liegt irgendwas im Verborgenen. Ich habe auch mit der hohen Priesterin, das ist für mich immer so eine schweigende Energie. Irgendwie nehme ich bei dir so ein bisschen Rückzugsenergie wahr. Du wartest auf eine Antwort, du wartest vielleicht auf eine Erkenntnis, auf eine klare Sicht, auf einen klaren Impuls möglicherweise. Kann mit den vier Stäben, also ich muss sagen, mit den vier Stäben nehme ich tatsächlich am stärksten Beziehungsdynamiken wahr. Kann aber auch sein, dass du irgendwie darauf wartest, eine Zusage von einer Wohnung zu bekommen, ne? Weil das immer das Zuhause darstellt oder irgendwie oder irgendwo anzukommen. Aber der Mond sagt mir, irgendwas ist dir noch unklar oder irgendeine Frage ist offen. Der weitere Weg ist offen, vielleicht auch die, oh, Ass der Kelche. Also der Impuls, den ich hier am lautesten habe mit den vier Stäben, ich habe das Gefühl, du wartest auf jemanden. Ich glaube, dass hier mit der Hohen Priesterin, dass du hier nicht wirklich aktiv bist, beziehungsweise ne, du manifestierst, aber ich glaube, dass du nichts dafür tust, aktiv. Zumindest nehme ich es hier nicht so wahr. Auf diese möglicherweise neue Liebe, auf diesen Menschen. Warum liegt das Ass der Kelche hier, liebes Universum? Warum liegt das Ass der Kelche hier? Die vier Schwerter. Eine sehr zurückgezogene Energie, die ich da bei euch wahrnehme. Jetzt sehe ich gerade den König der Schwerter an der Unterseite des Decks, was ich nicht als deine Energie wahrnehme. Möglicherweise, also der lauteste Impuls, den ich hier kriege, ist, du hast jemanden manifestiert oder du manifestierst hier möglicherweise auch eine neue Beziehung. Jemand, der in dein Leben kommt, jemand, der... ja, der dir dieses Ass der Kelche reicht, der vielleicht wirklich so ein bisschen Ruhe reinbringt in dein Beziehungsleben. Aber der lauteste Impuls ist, du wartest auf eine Entscheidung oder auf eine Antwort oder ne, auf den König der Schwerter, der hier klipp und klar etwas zu sagen hat. Und ich glaube, dass das, was du hier manifestierst, ein Neuanfang in der Liebe ist. Was ich wirklich wahrnehme bei dir mit der Hohen Priesterin, mit den vier Schwertern, dass du gerade sehr zurückgezogen bist. Warum liegt der Mond hier, liebes Universum? Warum liegt der Mond hier für meine Feuerzeichen? Warum liegt der Mond hier für meine Feuerzeichen? Ja, okay. Ich glaube, du wartest auf jemand anderen, der aktiv wird. Ich habe das Gefühl, du tust hier gar nichts mehr. Du hast, glaube ich, auch gar nicht das Verlangen, irgendwie noch in dieses Geschehen einzugreifen. Ich hätte gern eine Karte noch zum Ast der Kelche. Liebes Universum, noch eine Karte zum Ast der Kelche für meine... Feuerzeichen. Ja, Königin der Kelche. An der Unterseite des Decks der König der Kelche. Also, definitiv geht es hier um die Liebe, meine Lieben, mit diesen ganzen Karten. Und ich muss sagen, den stärksten Impuls, den ich hier wahrnehme, ist, dass du auf eine bestimmte Person wirst, dass diese Person aktiv wird, dass diese Person anfängt, sich über... ne, über seine Gefühle zu sprechen, hier die Hohe Priesterin und der Mond, beides Fische-Energie. Ich sage jetzt mal wirklich, weil das Herz auszuschütten, das Herz aufzumachen und euch seine oder ihre Liebe zu gestehen. Ich glaube, dass das ist, was dir auch so ein bisschen die Ruhe geben würde, wenn hier jemand mal mit offenen Karten spielt. Ich habe das Gefühl mit dem König der Kelche, dass hier schon gegenseitig Liebe vorhanden ist. Aber aus irgendeinem Grund hier mit dem Mond gibt es hier noch Geheimnisse. Es gibt irgendwas Ungesagtes. Für mich ist hier irgendwie was Ungesagtes. Für diejenigen unter euch, die noch
ne, für die das keine bestimmte Person ist, habe ich das Gefühl, du wartest vielleicht darauf, dass jemand Neues, ne, Aster Kelche kann definitiv auch für eine neue Liebe stehen. Wann kommt mein Mensch in mein Leben? Wann kommt der Mensch, der mir diese Liebe gibt, der mir diese Liebe zeigt, der so ein bisschen Ruhe in mein Beziehungsleben bringt, habe ich das Gefühl. Ja, du wartest, meine Lieben, die sieben Münzen, du wartest auf diesen Neuanfang. Du wartest auf den Menschen, von dem du dir 10 Kelche erhoffst. Oder, ne, ich habe das Gefühl, die 10 Kelche, diese glückliche Beziehung, dieses schöne Miteinander, ist das, was du hier manifestierst. Aber aktuell bist du in irgendeiner Art und Weise in einer Warteposition. Jetzt haben wir hier das Ast der Kelche und das Ast der Stäbe, weshalb ich glaube, dass ich hier schon irgendwie so einen Impuls wahrnehme. Darunter sind die 4 Münzen auf dem Kopf. Also vielleicht bricht hier jemand sein Schweigen oder vielleicht schickt das Universum dir diesen Menschen. Ich hätte aber jetzt gerne noch eine letzte Karte, bevor ich ins Extended einsteige, zum König der Stäbe. Liebes Universum, eine letzte Karte zum König der Stäbe. Was ich aber ganz laut wahrnehme, ja, irgendwie wartet ihr, aber absolut im Hintergrund. Als so nach dem Motto, ich habe alles gesagt, ich habe alles getan, ich bin jetzt hier in dieser Hohenpriesterin-Energie, ich schweige. Dieser Mensch muss von selber kommen oder ich bin hier nicht gewillt, groß aktiv zu werden. So nehme ich es wahr. Liebes Universum, eine letzte Karte hier zum König der Stäbe. Eine letzte Karte zum König der Stäbe für meine Feuerzeichen. Der Narr. Ich hätte gerne noch eine Karte hier zum König der Stäbe. Der Page der Stäbe. Ach, wow, meine Lieben. Und an der Unterseite des Decks die Liebenden. Was ist das denn für eine Legung? Sie ist sehr stark. Also ist, ne, auch sehr liebeslastig hier. Ich glaube, dass du der Page der Stäbe bist, der ihn, ne, hier, er steht auch irgendwie so da und er wartet, glaube ich, auf diesen Neuanfang. Ich glaube, dass du wartest, dass das Universum euch wieder zusammenführt oder dass das Universum diesen Menschen auf deinen Weg schickt. Diese beiden Karten, ne, für mich ist das immer eine sehr ähnliche Energie und ich habe das Gefühl, du wartest einfach, bis derjenige hier auf dich zukommt mit leichtem Gepäck und sagt, okay, lass uns hier einen Neuanfang starten, lass uns hier eine neue Reise beginnen. Und du bist dem aber völlig offen. Also hier liegt gar keine schwierige Karte, außer dass du möglicherweise hier in einer Warteposition steckst. Aber ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich habe schon das Gefühl, dass der rückläufige Merkur tatsächlich diese Person auch bringen könnte. Denn der König der Stäbe, der spricht ja vom, ne, jemand wird mal aktiv und jemand tut mal was für sein Glück. Aber so einen richtigen Hinweis habe ich hierzu nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass das Universum hier wirklich zusammenführen möchte, was zusammengehört. Hier drunter liegen die 10 Stäbe und der Tod. Also, ich lasse die Liebenden mal draußen, weil es ist wirklich eine sehr, sehr starke Liebesenergie. Wirklich. Also das ist auch eine starke Verbindung mit diesem Power Couple, dem Aster Kelche, 4 Stäbe, Liebende, 10 Kelche. Und möglicherweise, meine lieben Feuerzeichen, bringt der rückläufige Merkur diese Person zurück. Ich hätte gern noch eine Karte zum Magier hier oben, liebes Universum. Ich nehme hier einen starken Impuls wahr, dass sich das, was du manifestierst, tatsächlich zeigen könnte in dieser Zeit. Liebes Universum, noch eine Karte zum Magier. Ja, Ass der Schwerter. Okay, meine Lieben, ich glaube, ja, wow, an der Unterseite ist der Herrscher. Ich gehe davon aus, dass ihr mit einer Antwort rechnen dürft oder dass ihr mit dem, ne, mit dem, was da im Verborgenen liegt, mit der Entscheidung oder mit der Antwort oder auf was auch immer du wartest,
Hier liegt die große Wahrscheinlichkeit, wir sehen jetzt das dritte Ass, dass diese Antwort kommt, dass diese Kommunikation kommt. Der, auch der Page der Stäbe ist für mich jemand, der Kommunikation repräsentiert, dass hier dieser König der Stäbe eben ein Herrscher ist und wirklich aktiv wird und auf euch zukommt. Und Ass der Kelche, Königin der Kelche. Ich könnte mir wirklich, also ich versuche immer, diese Legungen nicht so krass positiv zu machen, weil ich niemanden falsche Hoffnungen machen will. Aber so wie sich das hier zeigt, sehe ich das hier. Ich sehe hier jemanden, der kommt und sagt, hey, liebes Feuerzeichen, du bist meine Königin der Kelche. Das, was da im Verborgenen liegt, was du gewusst hast, ich habe das Gefühl, du weißt, dass dieser Mensch dich liebt, du weißt, dass dieser Mensch an dich denkt. Auch wenn du es, ne? Ich habe das Gefühl, im Außen ist irgendwie Stille oder Rückzugsenergie oder einfach gerade nicht so viel Kontakt. Aber das könnte sich ändern, meine Lieben. Die Erkenntnis, die Antwort, die Entscheidung, die du hier manifestierst, könnte dieser rückläufige Merkur tatsächlich bringen. Meine lieben Feuerzeichen, sehr interessante Legung, wundervolle Energien, wundervolle Karten auch. Ich habe das Gefühl, dass der König der Stäbe hier mit dem Wunsch nach Neuanfang auf dich zukommt. Wow. Liebe Feuerzeichen, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier noch genauer eingehen möchte. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, ich würde jetzt da mal ganz positiv in die nächsten 3 Wochen starten und das und weiterhin das Manifestieren im Vertrauen bleiben hier mit der Hohen Priesterin und diesen Menschen. Ja, einfach in eurer Manifestationsenergie bleiben und in dieser hohen Priesterin-Energie, in der ich euch wahrnehme, weil ich habe wirklich das Gefühl, König der Stäbe, Herrscher, hier ist jemand aufgerufen, aktiv zu werden. Und ich glaube, dass ihr das spürt, was auch immer deine Intuition dir sagt. Ich glaube, du solltest daran festhalten. Ich glaube auch, dass du sehr geduldig warst und dass du wirklich möglicherweise auch schon länger wartest. Möglicherweise hat das Warten ein Ende hier, meine lieben Feuerzeichen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!